Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Formel 1 2019 in Bahrain. Rennen. Schwierigkeit ist auf 60. Auch wir sind noch mal kurz im Menü tatsächlich. Noch ein paar Ressourcenpunkte. Gut gemacht, eine solide Leistung. Muss Im bei den Rennen bitte Interviews gern mehr irgendwie. davon. Man sagte, der Wagen sieht gut aus, von daher glaube ich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren können. Naja. Ja, kann man hier noch was machen? Wollte nochmal mein Optionsmenü rein und 10 und 3 tauschen. Dass ich Vorsteuerung auf 10 habe und das andere auf 3, weil es irritiert mich, dass ich im Bildschirm sehe, dass 3 links ist und ich drücke dann automatisch links. Das ist aber die 10 auf dem Lenkrad. Deswegen muss ich gleich nochmal ins Menü kommen und da die Steuerung ändern. Und wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakhir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten? Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links-Turn 10 zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Dank an Stefan Römer, den ich erneut an meiner Seite für den Grand Prix begrüßen darf. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Max Verstappen unterhalten. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da Sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für Sie. Aber das Gute dabei ist, dass Ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start Okay. auszugleichen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Bringt Lewis mal Hamilton interessanteste startet Videos heute von der durchlaufen Pole. zu lassen. Daneben steht ein Toro Rosso. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Bottas, Vettel, Charles Leclerc und Albon, Grosjean, Raikkonen, Norris und Carlos Sainz Jr., Magnussen, Weber, Devin Butler und Ricciardo. Kvyat, Verstappen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Sergio Perez und Lance Stroll. Kubica und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, alles klar. Da kommt dann mein Einsatz. Referenzen, Gameplay-Einstellung. Nee, nee, nee. Steuerung. Bearbeiten. Jetzt das 10 Sprache 3, das okay, das kriege ich doch hin. So, gucken wir mal in die Rennstrategie. Die bearbeiten.
Dann, die werden schon wissen, was sie machen. Wie viele Runden fahren wir denn? 29 Runden. Nehmen wir mal 30 Runden mit. Ein Schlückchen trinken wir draus, was geht hier? Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Alter, okay. Da war der extrem. Okay, da muss ich.
Okay, komm, bleib an Vettel dran. An Hamilton dran. Ich dachte eigentlich, hätte das deaktiviert, dass man das darüber nicht sieht. Kurz mal reingucken. Bildschirmanzeige. Paratext aus. Siehst du so oben links. Also diesmal bleibt gut an Hamilton dran. Das mit den Setups ist deutlich sinnvoll. Das zu dem Thema, ich halte mich gut im Wagen. Komm nicht ran. Also genauso gut wie ohne DRS. Kann nur ewig hier innen oder außen vorbeiziehen. Okay. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlässt. Normal müsste ich mich hier ranziehen und vorbeiziehen. Nee, hinten reinfahren muss ich nicht jetzt. Aber ich, dadurch, dass ich als in der DRS-Zone bleibe, kriege ich einen Abstand auf Vettel. Ich muss die Schwierigkeit noch etwas hochstellen.
eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mich gerade Arbeiter machen? Aktuelle behalten. Geht in Ordnung. Fahrer vor mir. Er wird einen Blick vor dir. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,3. Bin ich mehr im DRS. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ich würde fast auf harte gehen, am Ende nochmal weich fahren. Mediums fahren. Reifenstatus. Ach, scheiße. Okay, komm, das will ich mal zurücksetzen, weil ich habe unten gelesen, während ich mein Ding ändere. Das muss ich nochmal wesentlich besser hinkriegen. Dass das intuitiver funktioniert. Werde ich notfalls auch erst anpassen, wenn ich in die Box gehe, wirklich die Strategie anpassen. Wie sehen denn meine Reifen überhaupt aus? 40. Dran. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Ja. Weil ich will am Ende nochmal die Softs fahren, wenn mir der Wagen schön leicht ist. Ich will mir die beste Runde holen. Ja, der Grip lässt nach. Ich verliere extrem Zeit gerade nach hinten. Die werden auch so akzeptiert. Da bleibt nur eine Runde draußen, ne? Ja, klar. Immer wieder wahrscheinlich einer der einzigen, die in die Box fahren. Oh, dauert der Boxenstopp lange. Allein 2 Sekunden bis beim Dix bist. Losfahren! Okay, das war. Ein relativ guter Boxenstopp, come on! Da sind welche auf hart unterwegs. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Auswahl. Mach nur einen Stopp. Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Yo!
Okay, auf dem 14. Verstappen ist vor mir. Alter. Entweder lag's an meinen neuen Reifen oder an deren Kombination aus alt und neu. Yo! Das war ein bisschen sehr weit außen. Komm, sag dich ran. Okay, das war Rechtsstangenmodus. Ist so rutschig unterwegs. Ja, das sieht doch gar nicht. Viel zu spät ins Gas gekommen. Oh. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Ah, Vettel ist hinter uns, 11. 9. sind wir jetzt. Man hat sich auch noch an Vettel vorbeigedrückt. Wie er einfach davon zieht. Manchmal lasse ich es gefühlt über die Vorderachse rutschen. Da geht Norris und die anderen an die Box. Raikön und Leclerc. So, jetzt sind wir wieder auf dem 4. Theoretisch müssten die ja
wenn die auch wieder Softs drauf haben, ungefähr genau boxen, wo ich boxen muss, nur sind die dann auf Mediums unterwegs und ich auf Softs. Dann kann ich hoffentlich einen Reifenvorteil ausspielen. Ups, ist gerade rausgekommen. Fahrer hinter mir. Perez hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,2. 1,40,2. Da wird, denke ich mal, jetzt an die Box gehen. Da ist Bottas oder Hamilton an der Box. Elfte Runde. Das war Hamilton. Alter, wie lange ist der auf Softs geblieben? Jetzt ist er auf Hard. Oh, Einstoppstrategie. Okay. Hätte ich nicht von Hamilton gedacht. Aber er ist vorne gut weggefahren. Und ich kann nicht einen ganzen Stopp rausfahren auf Hamilton. Das kriege ich nicht hin. Der Gang muss jetzt, die Geschwindigkeit muss auch passen, wenn er bremsen. Okay, brauch nochmal ein Update. Fahrer hinter mir. Butler liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,7. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 12,0 Sekunden. 12,0 Sekunden auf Alben. Jetzt beide in die Box gehen. Okay. Die fahren alle auf Hard. Die machen alle eine Einstoppstrategie. Sind da vielleicht Reifen schon gefahren? Das muss ich unbedingt lernen. Achtung, Achtung! Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Grüne Flagge. Im zweiten Gang passt die Geschwindigkeit schnell, wenn du unter 100 bist. Okay, Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 59. Was? Ja gut, da war auch der Stopp wahrscheinlich mit drinne. Ich muss mit den Reifen halt. Ich kann keine 20 Sekunden rausfahren.
Vor allem Vettel hängt direkt an ihm dran. Das heißt, es werden noch einige Überholmanöver kommen. Reifenstatus. Unser Datenmaß sind die Reifen derzeit in Ordnung. Sollte zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Gut, stoppen müsste ich ja in Runde 21. Das kostet Zeit. Kostet richtig Zeit. Hier wieder mehr auf die Linie konzentrieren hier. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,6. Leute, ich bin ja gerade so mit meiner Bestzeit da drüber.